wo die Schwerpunkte sind. Und wo ich oft sehe, wir kriegen oft Anrufe, beispielsweise Herzgefäße ist oft ein Problem. Dann haben viele Probleme mit Knochen, beispielsweise, ja, die Leber ist überlastet. Also die hat das Herzpaket eingenommen, Berberin und die Basenkur. Also, und wenn man mal guckt, also das war am 1.2. da und am 26.4. Das ist sogar eine relativ kurze Zeit. Ja, also das sind gerade mal 6 Wochen oder 7. Da hat sich schon unheimlich viel getan. Wenn man mal guckt, also hier oben Zink, Magnesium, Kupfer, nach oben, also der hat auch Schüssel eingenommen, Kupfer. So, Silizium ist hoch, Knochen. Und bei den Vitalstoffen hat sich auch ganz viel geändert. Also sieht man das, da ist Vitamin A, dann die B-Vitamine und D3, das hat er auch eingenommen. So, aber das zum Beispiel, also Herzbereich, das war rot, das war rot. Das war gelb, das war gelb und das war gelb. Also man sieht die Farben nicht so gut. Das ist jetzt hellgrün, gelb, gelb, hellgrün, hellgrün, dunkelgrün. Also innerhalb von 6 Wochen, also hier die Durchblutung im Herz ist zurück, der Gefäßwiderstand ist zurück, die Elastizität ist besser und die Pumpleistung ist jetzt wieder da. Also der hat innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von 6 Wochen, unheimlich viel in dem Bereich. Und der spürt es auch. Dann haben wir Gehirnfunktionen, da geht es jetzt auch langsam bergauf. Also bei ihm hat D3 gefehlt und die B-Vitamine, das ist von 313 auf 368 hoch. Dann, das ist auch ein super Wert, also wenn man mal guckt hier, das ist die Leber. Der Leberfettgehalt ist von 646 auf 513 runter, ja, in nur 6 Wochen. Und der Fettstoffwechsel hat sich von 3596 auf 3762 verbessert. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, in nur 6 Wochen. Ja. Aber du kommst halt mit der Colon nur über den Dickdarm, ja, ja. Und mit den Sensitiv- und Darmkur halt voll über den Dünndarm. Ich mache dann kombiniert. Ja, genau. Ja. Was der auch noch macht, also der hat auch das Raumspray benutzt, also der hat den Reiniger pur gesprüht in seinem Schlafzimmer als Raumspray. Also jetzt haben wir noch einen Spezialfall, Prostata, der sollte zur OP, weil er ein Problem hat mit seiner Prostata. Und hat auch wirklich richtig Probleme gehabt beim Wasserlassen, extrem. Der OP-Termin war schon gestanden. Volle Programm sogar gekriegt. Also der hat das Herzpaket mitgekriegt, der hat das D3-Paket mitgekriegt, das heißt die Basenkur und das Baser. Und, ja, und das D3-Paket. Also D3-Paket heißt D3 in Kapselform, Magnesium und Vitamin K. Und er hat auch was über die Ernährung gemacht. Der hat jeden Tag 300 Gramm Brokkoli abgekocht in einem halben Liter Wasser. Und das Wasser über den Tag verteilt getrunken und den Brokkoli gegessen. Und wirklich für 6 Wochen. Jetzt könnt ihr selber mal gucken. Der erste Wert ist 20.10. hier. Und das ist 1.12. Also das sind genau 5,5 Wochen. Da ist jetzt mal umgekehrt. Aminosäuren ist von 0,3 auf 1003 hoch. Tryptophan ist hoch, also Aminosäuren sind alle fast hoch. Arginin ist hoch, weil es ist im Herzpaket drin. Der ist jetzt schon länger bei uns auch in Behandlung, sage ich mal. Da sehen die Werte natürlich dann schon wieder anders aus und auch der fühlt sich anders. Aber für ihn war wichtig, Montag ist dieser OP-Termin und den will ich nicht machen. Das war das Hauptansinn. Und hier sieht man es, Prostatitis, der wird jetzt bei 2782, ja, sehr hoch. 72. Und ist dann auf 27 runter. Ne? Von 7200 auf 2700 in nur knapp 6 Wochen. Und dieses Brokkoli-Rezept, das ist ein syrischer Arzt, ja, der das also entwickelt hat. Und das wirkt, also 5 Minuten kochen, 300 Gramm. In einem halben Liter Wasser und das jeden Tag. Und in 6 Wochen ist die OP, dahin. Quetscht es so weiter, dann geht ja auch nicht. Genau. Ne? Ja, aber ja. Was machen die Ärzte in so einem Fall? Rausschneiden. Genau, das geht nämlich alles dann. Die Richtung ist erhöht und eine Wahl in der Zwischenzeit sind sie auch. Aber der war jetzt bei dem, was wirklich so, der hatte richtig Schmerzen. Ja, also. Diagnostik gemacht. Labordiagnostik ist sehr teuer. Und viele Menschen können sich das in der Art und Weise gar nicht leisten. Und wenn man diese ganzen Werte machen,
Ja, aber ich finde es halt spannend, dass man sich ja austauschen kann, ne? Weil nur so kommt man weiter und so. Habe vor 2 Jahren meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, habe beruflich sehr viel mit Darmgeschichten zu tun gehabt, bis jetzt auch noch. In den EM-Produkten, aber sonst habe ich halt immer, wenn ich so Übersäuerung vermutet habe, habe ich mit der Bluttopfbase angefangen. Und wenn ich natürlich jetzt so, dann nochmal zu zeigen, das ist es und das ist es, so anzufangen, also das so jetzt ineinander einfügen zu können. Also nicht was vermitteln, indem man den Fakt sieht, wie jetzt über den Weber. Weil damit gibt sich wirklich jeder zufrieden, wenn du ihm auch so erklärst, was weiß ich, Zinkmangel, das Typische. Ja, B12-Mangel, na, eingerissene Mundwinkel oder so, das reicht den Leuten nicht, was du vom Antlitz her analysierst. Und drum, für mich ist der Weber also Gold wert, wirklich seitdem. Kannst du viel, viel genauer arbeiten und vor allen Dingen das Resümee, ja, das ist halt wirklich fantastisch. Klassische Homöopathie-Ausbildung gemacht und dann erst den Heilpraktiker und arbeite jetzt seit 2009. Und daher kennen wir uns schon viele Jahre. Ne? Ja. Und sonst magst du.